Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf meinem Kanal. Bei mir ist meine monatliche Glossybox gelandet und in die wollte ich gemeinsam mit euch reinschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf und die Glossyboxen fallen ja immer so ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welches meine Variante war. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Bei mir steht bald eine Verlängerung meines Abos, also meines Schnapper-Abos an. Ich warte und hoffe auf den Black Friday, dass da nochmal richtig die Preise purzeln. Vielleicht kommt man da auch ein bisschen günstiger an den Glossybox Adventskalender. Das war nämlich eigentlich jedes Jahr der Fall. Und normal habe ich mir immer als erstes den Glossybox Adventskalender gesichert. Dieses Jahr bin ich standhaft geblieben und ich hoffe einfach auf den Black Friday. Schreibt mir mal gerne, wer noch auf den Black Friday wartet für Schnapper-Abos und Schnapper-Adventskalender. Darum soll es jetzt aber erstmal nicht gehen, sondern wie gesagt um die Glossybox und die schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Oh mein Gott, sie ist wunderschön. Also, das hatte ich das letzte Mal schon gesehen, dass wir diesen Monat eine Special Edition haben. Immer wenn man das abscannt, sieht man das nämlich, wie die nächste Box aussieht. Und die ist wirklich so bezaubernd. Wir kommen hier nochmal. Oh, das ist cool. Ein paar gratis Flyer. Natürlich sind die Flyer gratis, aber ein bisschen Werbung entgegen. Einmal für, oh mein Gott, I love it, Wild. Und die haben ja jetzt auch Duschgele rausgebracht und auch die Deos. Hier ist 50% Rabatt auf deine erste Bestellung, Leute. Okay, das toppt natürlich meinen 20% Code, den ihr mit eurer Erstbestellung bekommt. Ich zeige ihn euch trotzdem, weil ich liebe diese Deos. Ich liebe auch das Duschgel davon. Und wer möchte, kann da natürlich auch mit diesem Code mit 50% zuschlagen. Wie gesagt, ich feiere die richtig, auch diese Düfte. Okay, dann geht es hier weiter mit Tails.com. Könnt ihr auch mal austesten. Das ist ganz cool eigentlich. Da könnt ihr euch einfach euer erstes Mal, wenn ihr einen Schnuffel habt, der ein bisschen Trockenfutter benötigt oder auch Nassfutter, könnt ihr euch da holen. Ist eigentlich eine Abo-Variante und zum Austesten, ich habe extra mal in der Zeit hier so ein bisschen freigeruppelt, Trockenfutter 73 habe ich nämlich auch ausgetestet und dann gibt es noch einmal hier Hello Fresh. Katrin wieder. Willkommen auf meinem Kanal. Wirklich, ich schweife immer so schön ab. Aber das sind natürlich immer auch interessante Sachen. Und jetzt aber zur Glossybox, die einmal so aussieht. Also wirklich, es ist so ein schönes Make-up auch. Oh, das würde ich mich zum Beispiel nie trauen zu tragen, ne? Das ist schon, ja, ne, gewagt. Aber es sieht so wunderschön aus und auch auf der Rückseite. Schaut euch das mal an. Eine Höhle mit so Kristallen und dem Mond dahinter. Also richtig, richtig hübsch gemacht. Und im Deckel steht Discover Mystical Beauty Adventures. Einmal hier drin auch Zucker gemacht. Wir haben das Motto Hidden Places. Und ja, es gibt so ein paar schöne Orte, Rückzugsorte. Wirklich diese richtig noch Natur sind und so schön sind, auch wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, das ist manchmal so angenehm, einfach mitten im Wald zu stehen und einfach so ein bisschen zu genießen, so ganz versteckt, ne? Einmal hier kommt das Ganze so daher, also Außenverpackung hat schon mal mein Go, dann haben wir Discover Yourself, einmal hier hinten drauf stehen und wir öffnen. Wir zerstören den Klebi. Man kann es nicht anders sagen. Welche Schätze haben wir denn hier enthalten? Okay, das ist ein komplett zerstörter Schatz, würde ich gerade behaupten. Es war eigentlich sehr gut gepolstert, aber Leute, oh nein, 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 ich möchte keinen Kundenservice von Glossybox. Hier ist eine Palette drin von Alverde. Und die ist einfach mal komplett zerstört. Ich weiß gar nicht, was ist denn mit ihr passiert. Ich habe hier noch so ein paar Bruchstücke in meiner Box mit drin liegen. Ja, ne? Einmal so sieht die aus. Ist natürlich gerade jetzt der beste Start. Und
Na, die Sachen sind ja noch in der Palette drin bei Glossybox. So schön die Boxen manchmal sind, der Service ist einfach unterirdisch. Ich glaube, jeder, der mit Glossybox Service bzw. Kundendienst schon Problemchen hatte, kennt das Spiel. Einmal, wie gesagt, hier gleich Hidden Places. Meine Finger sind hier komplett voll und am Glitzern. Ich muss das mal gerade abwischen. Ich hole mir hier gerade mal mein Schnuffeltuch zur Hand, weil natürlich auch die komplette Box mit eingerümelt ist. Unter anderem etwas von Josephine, was ich hier rausnehme. Und es glitzert in wunderschönem Gold. Ich mag ja normal Glitzer, aber das hier ist natürlich jetzt suboptimal. Die liebe Josephine, da habe ich einen Liquid Highlighter, den ich sehr, sehr gerne mag. In dem Falle ist das aber ein Lip Power Natural Matte Liquid Lipstick in der Farbe Meet Tiffane. Tiffane? Ich glaube. So sieht. Oh, das ist ein schönes Rot. Ich und meine Rottönchen. Einfach so sieht der aus. Ich finde das immer. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Illa Maska. Oder? Schreibt mir mal gerne, wem es auch so geht. Auf jeden Fall ist das, denke ich mal, ein wunderschönes Rot. Ich mache den mal gerade auf. Oh, der ist hübsch. Oh, ich mag solche Tönchen einfach super, super gerne. Auch wenn manchmal meine Zähne dadurch einfach nur noch gelber aussehen. Auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Der kommt auf jeden Fall, ne, auf hier mein Tischlein. Ich lasse den mal gerade, ich schau mal, ob der runter trocknet. Wie der dann noch hält, ne? Dann ist hier unterwegs, oh, von Schäbens eine Maske. Das finde ich natürlich wieder cool, auch wenn auch die wieder am Glitzern ist hier. Von Schäbens eine Manuka Honig Peel-Off Maske. Hypoallergen für unreine Haut. Manuka Honig, auch sowas Gutes. Man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Bei dem Wetter ist das, glaube ich, echt keine große Kunst, sich da ein bisschen Schnupfnäschen einzuholen. Auf jeden Fall Manuka Honig ist einfach sowas, ja, was man sich auch in den Tee und alles machen kann, um die Abwehrkräfte auch zu stärken. Hier einmal für die Haut und dazu, glaube ich, noch, da steht es auch drauf, wirkt antibakteriell, beruhigend und entzündungshemmend. Einmal hier von Schäbens, finde ich ganz cool. Dann habe ich hier gefunden meinen Applikator zur zerstörten Palette. Einmal mit hier drin, der gehört da rein. Und dann geht es noch mit drei weiteren Produkten weiter. Das hier ist sehr interessant. Okay, das habe ich auch wieder nicht mitbekommen. Wir haben hier eine Riesendose. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich habe hier Dream and Chill Gummies von Essence. Oh mein Gott, ich bin teilweise so gar nicht mehr auf dem Laufenden, Leute. Ich sag's euch, ne? Mir fehlt echt so ein bisschen die Zeit, mich da irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Auf jeden Fall haben wir hier auch einen neuen Geschmack. Okay. Schmeckt nach Wassermelone. Oh mein Gott, was kann das denn? Biotin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einer normalen physischen Funktion bei. Mit Melatonin. Ich glaube, das ist echt um Outer Beauty ist Vitamin K2, Biotin ist mit drin. Oh mein Gott, Vitamin B5. Phantotensäure, was ist das denn? Und Vitamin D ist auf jeden Fall mit drin, so kleine Gummibärchen. Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen. Wundert mich jetzt gerade, dass sowas auch in der Glossybox mit drin ist. Ich mag ja sowas, wenn das lecker schmeckt. Also wenn das hier jetzt nach Wassermelone schmeckt, dann immer her damit. Biotin finde ich auch. Also ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile zu mir, weil tatsächlich meinem Körper so ein bisschen was fehlt. Und das ist natürlich auch teilweise dann so ein kleiner Weg, dem Ganzen auszuhelfen. Natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, nicht sich da einfach alles reinpfeifen. Redet da einfach immer mit eurem Arzt, der kann euch da immer weiterhelfen. Aber, oh mein Gott, die ist wirklich randgefüllt. Und ich schnapp mir mal das erste Gummibärchen. Ich finde das halt einfach praktischer tatsächlich.
Und Leute, die haben sehr, sehr klebrige Gummibärchen. Die hängen mir gerade so ein bisschen zwischen den Zähnen. Tut mir leid. Ich weiß, mit vollem Mund sollte man nicht reden. Leider dürfen, also sie schmecken sehr lecker. Leider darf man nur zwei Gummis am Tag mampfen. Immer sehr gefährlich, wenn man sowas hat, ne? Weil die einfach auch lecker schmecken. Finde die natürlich auch sehr praktisch, um besser zu nehmen, wie so eine Tablette sich da. Also ich kann Tabletten schlecht schlucken. Deswegen finde ich sowas immer ganz cool. Und dann geht es weiter mit einem Produkt, das habe ich schon gesehen. Hatten wir das nicht schon mal drin? Von Pixi bei Petra habe ich nämlich hier ein Clear Brow Gel. Einmal hier, so sieht das aus. Ich habe meins, meine ich, weitergegeben. Ist halt so ein Augenbrauengel in durchsichtig. Das geht natürlich immer. Und das einmal hier drin. Und als letztes kommt noch was ganz Kleines, Niedliches raus. Und zwar in Orange und Bergamott. Ein kleines Badezeug von Molton Brown London. Oh, die riechen immer so toll. Ich mag die unheimlich gerne. Ich mag die Düfte auch sehr gerne. Das hier riecht auch. Oh, das hier würde ich zum Baden nehmen, vom Geruch her. Weil das so ein bisschen relaxing irgendwie ist, wie ich finde. Riecht auch fantastisch. Einmal hier das Kleine zum Abschluss. Und wir schauen mal gerade noch. Ja, so ein bisschen färbt er einfach noch ab, ne? Fühlt sich aber auf der Haut ganz angenehm an. Kriecht nicht so in die Fältchen rein. Ich mag den Farbton sehr gerne leiden. Und ja, bis auf mein kleines Palettenmassaker hat mir die Box auch wieder gefallen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich was für jeden ist. Also ich finde es ganz cool da drin, weil ich damit halt was anfangen kann. Ich finde den Lippenstift hier, ne, auch richtig schön, auch wenn er matt ist, ne? Gefällt mir gut. Ich würde wahrscheinlich einen Lipgloss drüber packen, was immer so ein bisschen schwierig ist, wenn die nicht ganz runtertrocknen. Dann ein Augenbrauengel, was man ja gebrauchen kann. Eine Maske finde ich cool. Ich hätte es auch cool gefunden, wäre so eine kleine Palette da drin gewesen. Ich meine, das sind jetzt nicht meine absoluten Farben, die hier drin sind. Das ist auch sehr krümelig. Und Alverde, muss ich euch auch ehrlich sagen, da halte ich von der Kosmetik einfach nicht so viel. Die funktionieren bei mir meistens nicht. Ich swatche euch die mal gerade noch, damit ihr einen Eindruck kriegt, wenn ihr diese Palette mit drin habt. Ne? Man kann sie noch benutzen. Für mich leider aber eh von den Farben nicht. Deswegen bin ich jetzt auch gerade nicht so traurig, dass sie zerstört ist, weil man sie ja noch weitergeben kann. Ihr wisst das, ich nehme auch gerne was für meine Arbeitskollegen mit auf die Arbeit und die freuen sich natürlich auch über sowas. Letztes Mal das Paket, beziehungsweise was ich mitgenommen habe, war innerhalb von einer Stunde alles weg. Deswegen denke ich, auch die kleine Zerstörte wird ein Zuhause finden. Ich werde da dem Glossybox Kundenservice nicht anschreiben. Ich glaube, da schone ich meine Nerven. Und das war einmal die Box. Schreibt mir gerne, wie sie euch gefallen hat. Verbesserungswürdig hier und da, aber eigentlich ganz schöne Produkte. Halt, ne? Das hier ist jetzt mein Geschmack einfach. Und da bin ich zufrieden mit der Box. Kein Mega-Wow hier drin, muss ich echt sagen. Also, ich finde sie schön, sie ist okay, haut mich nicht um, ist kein Wow-Effekt, aber ganz niedlich gemacht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, da bin ich ja immer sehr gespannt drauf. Ansonsten verabschiede ich mich, kleine Labertante, jetzt aus diesem Video, wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi!